Als kleiner Junge war immer, glaube ich, ein Traum von jedem von uns, dass er irgendwann mal vielleicht ein Superheld ist oder wird oder irgendwas ganz, ganz Tolles macht, um allen anderen zu zeigen, wie cool und wie geil er in Wirklichkeit ist. Superheldenstatus. Du musst nichts können, keine außerirdischen Kräfte haben, du musst keine Fäden haben, die auf deinen Fingern kommen, wie Spider-Man oder irgendwas anderes. Du kannst mit einer Kleinigkeit ein Leben retten und das ist Superheldenstatus. Rette ein Leben und werde Stammzellenspender für Milea. Ja, Milea leidet unter einem ganz, ganz seltenen Gendefekt. Es steht eigentlich fest, dass sie an Leukämie erkranken wird. Es steht nur noch nicht fest, wann das soweit sein wird. Deswegen braucht sie auf jeden Fall eine Stammzellenspende. Sie sucht ihren Lebensretter oder ihre Familie sucht den für sie. Denn sie ist erst 22 Monate alt, ist ein sehr fröhliches Kind, das viel lacht, gern mit ihren beiden Brüdern spielt. Ja, ich habe die Familie in Hamburg auch schon besucht. Wir hatten vorher schon mal über sie berichtet, denn die Mutter, Deborah Kreimer, hat Drillinge zur Welt gebracht im Oktober 2017. Milea, Emil und Oskar. Und ja, die Milea ist jetzt schwer krank und braucht Hilfe, sucht einen Lebensretter. Und da hoffen sie, dass ganz viele mitmachen. Am Sonntag findet eine Typisierungsaktion in der Grundschule Bruchhagen statt. Zwischen 10 und 15 Uhr kann man sich da registrieren lassen. Gleichzeitig wird auf der Stechbahn beim Oldtimer-Treffen auch nochmal ein Stand aufgebaut, wo man sich auch registrieren lassen kann. Die Hoffnung ist, dass für Milea oder für ganz viele andere kranke Menschen, die auf einen Spender warten, ein Lebensretter gefunden wird. So, meine Lieben, und hier genau in Westerzelle in der Grundschule Bruchhagen findet die Typisierung für die kleine Maus statt. Und wenn ihr hier aufschlagt, dann tut mir einen Gefallen, eine halbe Stunde vorher nichts essen, keine Zigarette rauchen, keinen Alkohol trinken. Also wirklich, dass man hier herkommt, nach dem Frühstück eine halbe Stunde warten. Kommt hierher, es ist wirklich schmerzlos. Ihr kommt nur her, werdet kurz registriert. Ihr bekommt einmal das Formular, das müsst ihr ausfüllen. Da kommen eure persönlichen Daten oder eure Daten rein. Danach ist es total einfach und simpel. Das, was ihr bekommt, ist ein kleines Wattestäbchen. Die Mitarbeiter der DKMS sind super, erklären euch alles total einfach auch und maximal dauert es 10 bis 15 Minuten. Und es fängt dann an mit dem Stäbchen. Das kleine Stäbchen bekommt ihr in den Mund. Es wird einmal nur kurz hin und her gestrichen. Ganz kurz, schmerzlos, ohne Probleme. Und wenn es eingeschickt wird und du vielleicht der Retter bist, dann größer geht nicht.